Er ist einer der härtesten Amateurmarathons der Welt. Für viele ein Traum, ein Mythos, ein Muss. Der Ötztaler Radmarathon. Es ist einfach das Größte, was man als Radlfahrer machen kann. Seit 39 Jahren zieht er die Radfahrgemeinschaft in seinen Bann und lädt einmal jährlich, 1996 sogar zweimal, Hobbysportler dazu ein, sich feierlich über 4 Alpenpässe zu quälen. 2020 wäre der Ötztaler in die 40. Runde gegangen. Ein guter Anlass, sich die Zeit zu nehmen, um in vergangene Jahre zurückzublicken und zu versuchen, dem Mythos Ötztaler Radmarathon auf den Grund zu gehen. Die Radsportler überwinden an einem Tag 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Was man bei diesen Zahlen gerne vergisst, der Ötztaler Radmarathon ist ein Amateurrennen. Wie jedoch ein Profi die Strecke einschätzt, erfahren wir vom dreifachen Straßenweltmeister Peter Sagan. 5500 Höhenmeter sind sehr viel, sogar für uns, für Radprofis. Die Wetterbedingungen sind abwechslungsreich. 35, 40 Grad im Süden und auf den Bergen hat es eventuell 0 Grad. Das ist etwas sehr Besonderes. Wir können in 0 Grad von der Kälte der Mountains finishen. Das ist etwas pretty special, huh? Temperaturschwankungen von über 30 Grad Celsius sind beim Ötztaler keine Seltenheit. Wie das Wetter jedoch am Tag X wirklich aussieht, ist jedes Jahr aufs Neue eine Überraschung. Von unerträglicher Hitze bis zu eisiger Kälte ist Ende August alles möglich. Es ist natürlich ein vollkommen absurdes Theater, was die meisten treiben. Und auch aus der Perspektive des Daheimgebliebenen am Sessel, der sich fragt, was machen die da eigentlich? Warum tun sie sich das an? In Wirklichkeit tun die sich gar nichts an. In Wirklichkeit sind das vollkommen glückliche Menschen, die im Augenblick nur etwas verschwitzt und schnaufend aussehen. Und die eines ganz genau wissen, dass mit der Qual die Lust wächst und man eine große Freude nur erreichen wird, wenn man sich vorher es hat schwer und sauer werden lassen. Und auch das macht den Ötztaler aus. Das Leiden. Der Kampf gegen den Berg, den jeder für sich selbst austragen muss. Das schafft man noch. Und wenn ich auf allen Vieren hier hochkrabbeln muss. Am Ende des absurden Theaters steht man wieder am Ausgangspunkt der ganzen Veranstaltung und es ist quasi gar nichts passiert, nicht? Außer es ist Energie verraucht. Aber doch ist derjenige, der ankommt, ein anderer als der, der gestartet ist. Er hat was gelernt über sich. Er hat es geschafft. Er hat sich selbst überwunden. Das ist das, was der normale Fahrer tut, der Nicht-Profi. Und der am Ziel ist ein glücklicherer Mensch als der am Start.